Hallo und herzlich willkommen zur nickelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Ich bin der Andi, der Produzent und Host dieses Podcasts, und ich habe die wahre Freude, euch hier gleich drei Besprechungen präsentieren zu dürfen, die meine Redaktion für euch aufgezeichnet hat. Wir beginnen mit der Besprechung des Films After Truth. Das ist der zweite Teil einer mindestens drei Bücher umfassenden Reihe, die jetzt hier wahrscheinlich auch als Trilogie kommen wird. Wir besprechen After Truth, und das macht nicht irgendwer. Nein, Andi und Max Ort sind für uns in die Presseverführung gegangen, nachdem die bereits den ersten Teil, der glaube ich After Passion hieß, für euch bereits geschaut und besprochen hatten, wollten die natürlich unbedingt auch den zweiten Teil sehen, denn ich glaube, After Truth ist ein richtiges Highlight geworden. Es folgt die Besprechung des Films, glaube ich. Phönix aus der Asche kann aber auch nur Doku sein, keine Ahnung. Läuft aktuell auf Netflix und ist etwas, das haben für euch Max und du besprochen. Ich habe keinen Plan, was das ist. Die Jungs nehmen sich regelmäßig Dinge von Netflix vor, die da ganz aktuell auftauchen. Die haben da mega Bock drauf, auch wie es scheint, und das präsentieren wir euch doch von ganzem Herzen. Im Anschluss und zu guter Letzt folgt die Besprechung des Films Immer Ärger mit Grandpa. Immer Ärger mit Grandpa, kein blassen Schimmer, was das ist, aber wir haben ja Robert De Niro in einer Hauptrolle und auch Uma Thurman spielt mit. Hier ist das wohl eine Komödie, es kommt fürs Heimkino raus, und warum sollte man sich das Ganze nicht mal angucken? Der Trailer sah ganz lustig aus, und ihr könnt in dem Fall Ben, Sven und Andi dabei lauschen, wie sie diesen Film fanden. Wenn ihr dann fertig seid mit Hören, dann meldet euch doch oder hinterlasst zum Beispiel mal Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload könnt ihr das tun. Ihr könnt dann einfach auch mal in den Blog gehen unter tele-stammtisch.de. Überall da gibt es Kommentarfunktionen und Kontaktmöglichkeiten, die ihr gerne mal nutzen könnt, um mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns tierisch auf euch. Wir wollen unbedingt von euch hören, wie euch unsere Besprechung gefallen, wie euch die Filme gefallen oder ob ihr selbst mal Bock habt, hier bei den Filmbesprechungen mit dabei zu sein. Ja, wenn ihr noch Zeit findet, dann bewertet uns doch bitte noch auf Apple Podcast, Fit, Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten, auch den unseren. Das wäre voll toll. Ladies and Gentlemen, es war mir eine wahre Freude. Viel Erfolg, viel Spaß und alles Gute. Bis dann. Tschüss. Herzlich willkommen zurück am Münchner Telestammtisch. Hier sind wieder eure After-Spezialisten. Ich bin der Andi und bei mir sitzt der After-Max. Ja, hi. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben ja letztes Jahr schon den ersten Teil der After-Trilogie besprochen. After Passion. Und jetzt morgen, am 3. September, startet After Truth, der zweite Teil in den deutschen Kinos. Wie in der ersten Besprechung können wir nochmal wiederholen, das Ganze ist eine Romanadaption nach einem Online-Roman, eine One Direction Fanfiction. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht mehr genau darauf eingehen. Wir gehen einfach mal auf den Film ein. Max, magst du mal uns die Fakten? Ich habe eine ganz schlechte Brille und wir sitzen noch im Biergarten. Das musst du machen. Okay, auf dein Display kann ich nichts lesen. Also wie schon gesagt, der kommt am 3. September in die deutschen Kinos. Ist ab 12 Jahren freigegeben. Dazu kommen wir nochmal später. Das ist eigentlich ein bisschen interessant. Die Regie führt diesmal Roger Campbell. Den könnte man kennen. Der hat schon Eiskalte Engel gemacht. Und super süß und super sexy. Auch ganz spannend. Den haben sie jetzt rangezogen, weil Jennifer Gage aus dem ersten Teil ist nicht mehr dabei, aus Gründen, die wir vielleicht auch noch erläutern werden. Es sind auf jeden Fall wieder dabei Josephine Langford als Tessa, ja. Und wieso steht der jetzt hier nicht, der andere? Hero Fiennes, ja. Tiffin als Hardin, und andere sind auch noch dabei. Selma Blair als Mutter. Ja. Die ja, glaube ich, auch schon in Eiskalte Engel mitgespielt hat. Den habe ich leider nicht gesehen, aber ich glaube, das ist einfach mal unüberprüft. Egal. Erzähl du uns doch mal, Max, vielleicht können wir noch mal kurz zusammenfassen, was im ersten Teil passiert ist, dass die Zuhörer, die den vielleicht nicht gesehen haben, wissen, was da eigentlich abgeht. Ja gut, also im ersten Teil kommt halt Tessa an die Universität, an die Highschool, und gerät laut Drehbuch und laut Pressetext also an einen sehr dubiosen, charismatischen, düsteren Harding. Und da wurde dann auch gesagt, also auch im offiziellen Pressetext, also dass er ein dunkles Geheimnis hätte und ob Tessa das lüften wird. Ja. Das war sozusagen unsere Erwartungshaltung für den ersten Film. Und haben den, glaube ich, relativ nüchtern zerlegt und haben dann natürlich auch so ein bisschen Feedback von der Fangemeinde
bekommen, dass das nicht so ganz gerecht war. Wir müssen, glaube ich, nochmal betonen, dass wir die Bücher nicht gelesen haben. Immer noch nicht, nein. Sondern das einfach nur als Filmwerk, als glaubwürdige, als Unterhaltungswert, als schauspielerische Leistung und als Regieleistung besprochen hatten. Mhm. Das war also der erste Film. Und ich muss einfach sagen, wir sind heute in den Film gegangen und die Erwartungshaltung war eine recht niedrige. Und ich kann jetzt schon sagen, also von diesen Low-Level-Erwartungen, die wir hatten, war ich dann doch einigermaßen angenehm überrascht. Ja, genau. Also, Entschuldigung. Das ist Stammtisch. Also nochmal zum ersten Teil. Es gibt am Anfang des zweiten Teils auch nochmal eine nette Zusammenfassung vom ersten Teil. Hardin hat da so einen kleinen Anfangsmonolog. Also wie gesagt, im ersten Teil geht es darum, dass Tessa, die Brave, sich in diesen Bad Boy verliebt. Es gibt ein bisschen hin und her. Am Schluss kommen sie anscheinend doch wieder zusammen. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Mhm. Der Film fängt aber damit an, dass sie wohl wieder nicht zusammen sind. Ja, sie sind seit einem Monat getrennt. Genau, und das Lustige ist, ich kam in dieses Kino rein, da waren da so diese Character-Poster von dem Film eingeblendet und auf einem dieser Poster sieht man neben Tessa und diesem Bad Boy Hardin auch noch einen neuen Charakter, dessen Name ich leider... Trevor. Der einen schicken Anzug trägt und ziemlich businessmäßig aussieht und das hat mir schon ein bisschen die Handlung vorweggenommen, denn Tessa macht ein Praktikum und man denkt natürlich, oh, jetzt verliebt sie sich in diesen erfolgreichen Business-Typen und findet jetzt vielleicht diesen Bad Boy Hardin doch nicht mehr so spannend und will jetzt jemanden Erfolgreichen in ihrem Leben. Ja. Ja, was machen sie da draus? Nicht so viel. Also das ist auch so, also wir kriegen ja immer die Pressevorankündigungen, die Pressetexte und da war das auch richtig spannend angekündigt. Also, die ganze Welt meint, dass Trevor besser zu Tessa passen würde. Findet aber jetzt im Film selber nicht so statt. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie groß die Rolle von Trevor in den Büchern ist. Ja? Aber ich glaube, wir haben jetzt einfach schon mal betont, dass wir nicht den gesamten Backend, was bestimmt in den Büchern genauer geschrieben ist, stattgefunden hat. Da gab es ja auch so ein paar Blitzlichter, die Geschichte der Mutter von Harding, wo wir selber nur vermuten können, dass das doch eine heftige Geschichte war. Die wird aber auch nur kurz mal angeblitzt. Ja. Genau. Ja, Tessa ist im Begriff, Karriere zu machen. Also sie macht in den ersten 10 Minuten in 24 Stunden Karriere, steigt in diesem Praktikum auch gleich auf, dass sie mit dem Chef auf irgendwelche Partys geht. Da lässt sie sich dann ein bisschen volllaufen, ruft Hardin an, aus irgendeinem Grund, und dann landen sie in der Kiste. Ja. Und dann, was passiert den Rest des Films, nach dieser ersten halben Stunde? Also gut, wir vergleichen jetzt einfach mal die Entwicklung von diesem Film. Also das ist die Fortsetzung vom ersten. Also wir sagen jetzt einfach mal, also es wird rein von der Inszenierung her deutlich mehr auf körperliche Kontakte und Lust gelegt. Ich persönlich finde, es geht auch viel emotionaler zur Sache. Muss ich sagen, so. Ja, also es wird deftig, also jetzt nicht schrecklich, also 12 Jahre FSK kann man gerade noch so lassen, aber passt schon alles. Und ja, also jetzt kommt eigentlich, also mein erstes Lob oder mein vielleicht einzigstes Lob, also nee, es sind eigentlich zwei Lobe. Also das erste ist, dass wir festgestellt haben, dass es wirklich ein echter Regisseur gemacht hat, den zweiten Teil. Beim ersten Teil war es ja so, dass es ein Erstlingswerk von einer Werbefilmerin war. Und da merke ich schon sehr, dass da also die Personenführung, die Schnitte, wo die Kamera genau hinguckt, wo eine Länge ist, wo eine Kürze ist, dass das einfach gutes Handwerk ist. Also es ist jetzt nicht cineastisch der Oberknaller, aber es ist sehr gutes Handwerk, ja, fürs Genre sowieso. Und dann, was ich auch vermutet habe, das haben wir jetzt gerade nochmal Fakten gecheckt, dass die Anna Todd, die ja die Bücher geschrieben hat, in diesem zweiten Film darauf bestanden hat, dass sie gefälligst auch das Drehbuch schreiben möchte. Das ist nämlich im ersten Teil nicht gewesen. Und das finde ich persönlich, merkt man im Film komplett an. Also der hat ein ganz anderes handwerkliches Niveau, sowohl vom Schriftstellerischen, von den Dialogen, die sind manchmal auch platt, logisch, ist aber ein amerikanischer Yuppie-Film, ja, also ist so. Und damit schaut sich der Film eigentlich viel, viel angenehmer an, ja, sehr viel angenehmer. Also ich habe ihn da aber trotzdem, auch wenn das vielleicht handwerklich alles besser war, trotzdem wieder eher auf einer ironischen Ebene genießen können, denn
Es geht wieder los mit Klischees. Hardin greift immer in seiner Depression sofort zur Whiskyflasche und lässt sich ein neues Stacheldraht mit Blumentattoo stechen. Und der ganze Film geht eigentlich nur hin und her, denn sie kommen zusammen, dann sieht einer auf dem Handy des anderen eine Nachricht eines Typen oder einer Frau. Dann gibt es ein Gespräch, wo der andere nicht genau weiß, was da passiert ist. Dann ist jemand eifersüchtig und es geht wieder auseinander, wieder zusammen, auseinander, zusammen. Und ja, wie gesagt, ich weiß eigentlich gar nicht, was jetzt in diesen 2 Stunden passiert ist. Außer, dass die halt 3-4 Mal auseinander und wieder zusammengekommen sind. Und dass wir die Mutter von Hardin kennenlernen. Das fand ich eigentlich eine nette Person. Mhm. Die hat das gut gemacht und die hat auch eine ziemlich düstere Backstory. Das fand ich noch ganz interessant, wo man auch vielleicht rausfindet, warum Hardin dieser kaputte Kerl ist, der er ist. Aber ja, wie gesagt, Dialoge, also Hardin mag Schmerzen und solche Geschichten. Also es war schon wieder, ich fand den schon wieder ein bisschen eher witzig als ungewollt witzig. Ja. Das kann ich gut verstehen. Ich habe mir auch so überlegt, also aus welcher Perspektive bewerte ich den Film? Also wenn ich ihn jetzt als 54-jähriger Fan von Terry Gilliams und Christopher Nolan Filmen zum Beispiel bewerte oder guten Dokumentarfilm, das tue ich in dem Falle nicht. Also ich habe mir auch einfach überlegt, warum erkenne ich jetzt dieses Düstere oder auch dieses, also dass der Hardin halt einfach absolut aus der Reihe tanzt. Ja? Und das ist dann, glaube ich, schon dem geschuldet, dass sozusagen das ganze Spielfeld, das aufgemacht wurde von Anna Todd, ist halt einfach so diese elitäre University, Karriere, political correct, alles ist fein, alles ist great, alles ist gut. Und unter dem Aspekt, okay, also da fällt Hardin natürlich schon ein bisschen auf. Ja, aber jetzt jedenfalls nicht so, wie es sich ein Zentraleuropäer vorstellen würde. Boah, also das ist aber wirklich ein Mann mit Ecken und Kanten und boah, der ist aber echt ein düsterer Typ. Ja, aber wenn man einfach so ein bisschen Empathie sagt und sagt, ja, ich versuche mich mal. Also auch in diese ganzen Soap-Serien rein so fuchsen, ja, dann kann man sagen, ja, nee, das ist eigentlich eine gute Soap. Bei einer guten Soap ist ja auch, sie gehen auseinander, sie kommen wieder zusammen, dann Cliffhanger, in der nächsten Folge kommen sie wieder zusammen, dann gehen sie wieder auseinander. Und also ich denke, das ist auch so ein bisschen soapig. Das trifft es eigentlich am besten. Also wirklich, stimmt, das fühlt sich komplett an wie so eine Soap. Ne? Ja. Und das trifft es ganz gut. Ja, was können wir noch zu dem Film sagen? Ich glaube, ich fand, es waren Takten zu viel Musik drin. Also es wurde eigentlich jede Emotion, jeder Wechsel wurde immer mit Musik untermalt. Also das ist mir jetzt nicht extrem unangenehm aufgefallen. Es sind wirklich ausgiebige Körperkontakt-Sex-Szenen. Also jetzt natürlich nicht Pornografie oder sowas, aber da finde ich, ist ein massiver Schwerpunkt draufgelegt worden. Da haben wir aber auch gelesen, dass der Anna Todd darauf bestanden hat, dass der Sex gezeigt werden soll oder zumindest mehr gezeigt werden soll als im ersten Teil. Weil eine wichtige Botschaft, die sie dann vielleicht auch im dritten Film oder sowas rüberbringen möchte, dass sich eben dieser Sex mit der Zeit auch wandelt. Oha. After Wandlung, ich weiß es nicht. Ansonsten, ich finde, die haben alle auch besser geschauspielert, also die beiden Protagonisten. Das liegt bestimmt wieder an der Regiearbeit. Ich sag immer im Vergleich zum ersten Film, du schaust immer so. Nein, ich sehe eine gute Entwicklung im Vergleich zum ersten Film. Okay, das verstehe ich. Wie war Andi? Also, ich denke nicht, dass ich jetzt hier irgendwie komische Pillen genommen habe. Ja, also ich wie gesagt, es ist 9 Uhr morgens, wir haben jetzt 10 oder 11, ich weiß nicht, aber so früh bin ich seit März nicht mehr aufgestanden, ehrlich gesagt. Ja, die Pressevorführung war um 9. Ich habe mich irgendwie aus irgendeinem perversen Grund drauf gefreut und aus irgendeinem komischen Grund freue ich mich jetzt auch auf den dritten, weil trotz allem habe ich irgendwie ein bisschen Spaß an diesen Filmen und ich freue mich auf After Love. Mhm. Die hoffentlich nächstes Jahr rauskommt. Und hoffentlich spielen sie dann noch besser, ist noch besser geschrieben. Aber ich habe auch keine Lust, dass der dann wirklich gut wird, der Film. Also er muss schon auch noch ein bisschen ungewollt lustig sein, finde ich. Ja. Aber da fand ich ihn aus dem Aspekt ungewollt weniger lustig als im ersten Teil. Also der erste Teil war ungewollt mega lustig. Also da konnte jeder lachen, der von Kamera, von Regie, von Drehbuch, von Dialogen und Schauspielkunst eine Ahnung hat.
Ja, und ich bin echt bass erstaunt. Also ich gebe diesen Film unter dem Aspekt, ja genau, wir sollen auch immer sagen, für wen könnten wir uns diesen Film vorstellen? Also ich könnte mir wirklich vorstellen, so Mädels und ein paar Jungs, also hauptsächlich Mädels, aber Jungs auch, die so vielleicht 15, 14 sind und schon irgendwie so ein bisschen gucken wollen, ja, wie könnte es denn werden, wenn man mal ein bisschen erwachsener wird. Mhm. Und da würde ich sagen, man fühlt sich unterhalten. Ich würde dem 3 Punkte geben. Ich gebe dem einfach 3 Punkte und mit dem Aspekt, es gibt eine ganz klare Zielgruppe, es ist ein Genre. Er hat nicht die großen Löcher, hat nicht die großen Höhen, einfach eine 3 Punkte. Ja, stimmt schon. Wenn man das ausblendet, also er hat eine Zielgruppe, mhm, die wir nicht sind. Mhm. Das ist ein Genre, das ich nicht mag. Mann. Aber ich hatte trotzdem Spaß, weil ich finde es halt einfach witzig. Weil du jede Wendung schon irgendwie auf 10 Kilometer gegen den Wind riechst, dann klingelt das Handy und du weißt schon, oh nein, bevor sie sich jetzt darüber unterhalten, mhm, wer da gerade anruft und was der damit gemeint hat, laufen sie lieber schnell mal weg, mhm, und trinken dann wieder eine Flasche Schnaps. Ja. Und die Message des Films ist, glaube ich, auch, Alkohol ist böse. Genau, und Hände weg vom Handy, wenn man am Steuer sitzt. Wow, stimmt. Ja. Generell, Handys sind sehr präsent in dem Film. Unbedingt. Das Handys weg, Hände weg vom Handy und vom Schnaps. Also ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr, also auf After Love. Und schaut ihn euch an. Und es kommt ja nicht zurzeit viel im Kino, deswegen geht ins Kino. Wir gehen dafür, dass ihr die Kinos mit uns rettet. Und genauso viel dazu. Wir freuen uns auch auf eure Meinung. Mhm. Wie immer. Ich sag mal tschüss und sorry, falls hier ein paar Hintergrundgeräusche drin waren, aber wir konnten nicht warten mit dieser Besprechung. Ja, die muss heute raus, weil morgen ist Kinostart und wir müssen jede Sekunde nutzen. Genau. Wunderbar. Dann, hier kommt jetzt schon die Karte. Gut, dann tschüss. Die Menschheit weiß noch gar nicht, dass wir beide diese Besprechung machen. Das ist schön. Weißt du, was mir aufgefallen ist bei unserer Besprechung? Nee. Also jetzt nicht nur beim Horst, sondern auch wenn wir halt normale Besprechungen machen. Wir sind die Meister der Cold Open. Weißt du, bevor wir irgendwie sagen, hallo, vergeht gerne auch mal 3 Minuten. Ja, ja, klar, muss ja auch sein, denn ich finde es immer ganz gut, wenn man praktisch erstmal in den Raum kommt und bevor man sich dem Gastgeber vorstellt, holt man sich doch erstmal was zu trinken. Ja, aber ich habe schon was zu trinken. Ich trinke gerade tatsächlich einen Cappuccino mit leichter Schokonote. Ja, und ich einen Kaffee mit Koffein. Irgendwie, ich sehe gerade, da sind Stückchen drin. Aber egal, lecker. Ich trinke trotzdem. Ja, Kaffee mit Stückchen. Und damit begrüße ich uns und euch zu einer neuen Ausgabe der, wie könnten wir das jetzt nennen? Wir suchten gerade ein bisschen Netflix durch. Stu und ich, hallo ja. Stu. Die Netflix 2. Ja, irgendwie sowas. Wobei wir auch sagen müssen, dass wir ja auch gerne so, ich will nicht sagen abseitiges gucken, aber so Sachen, die Netflix raushaut, die aber trotzdem unter dem Radar bleiben, ja. Meistens zumindest. Ne? Und in dem Fall war es ja jetzt so, mein Netflix hat mir eine Empfehlung vorgeschlagen, mhm, von, jetzt darf ich es nicht, Phönix aus der Asche heißt es in Deutsch und Rising Phoenix im Originaltitel. Und ist wieder mal eine Dokumentation und es hat wieder mal mit Menschen mit Behinderung zu tun. Wieso wieder mal? Ja gut, okay, Crip Cap ist Ding und es werden mir persönlich auch sehr viele Sachen über Krankheiten vorgeschlagen, was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass ich ja, anscheinend ein größeres Interesse an diesen Menschengruppen haben und wie sie ihr Leben verbringen. Was ich ja ganz okay finde, nachdem ich den Film gesehen habe, es schlägt dir ja bei Netflix immer danach vor, dass du als nächstes gucken kannst. Und ich weiß nicht, wie Netflix drauf gekommen ist, aber es schlug mir dein Project Power vor, nochmal zu gucken. Ja gut, okay. Könnte sein. Aber es sind ja auch im Prinzip Superhelden, die da in der Dokumentation besprochen und vorgestellt werden. Stimmt, und der Film fängt damit an, dass einer dieser Protagonisten, der da interviewt wird, sich und die anderen halt mit den Avengers vergleicht, dass sie halt eigentlich wahre Helden sind und man könnte das jetzt als ein bisschen pathetisch bezeichnen, aber nach Ende der Doku muss ich sagen, Unrecht hat er nicht. Nee,
Ich meine, ganz kurz, damit wir die Zuschauer jetzt abholen, jetzt sind wir echt wieder bei der 3-Minuten-Marke, glaube ich. Es geht um ein bisschen so um die Historie der Paralympischen Spiele. Mhm. Dann geht es um ein paar persönliche Schicksale der Athleten, die bei den Paralympics halt antreten und halt in dieser Doku vorgestellt werden. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Zum Thema Behinderung fällt mir gerade ein, mein Nachbar mäht gerade den Rasen. Ich hoffe, das hört man nicht, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Naja, gut, okay, das macht nichts. Aber ich glaube, dein Nachbarn, ich habe den noch nie gehört. Du hast ihn schon öfter angesprochen. Ja, das ist so, weißt du, ich habe hier Fenster zu und ein Pipapo und dann höre ich halt immer draußen, wenn irgendwie, weil ich wohne ja auch direkt unter einer Kneipe oder einem Restaurant, da ist ja auch dann immer viel los, weil hier auch am Sonntag Mittag hier aufzeichnen. Die haben dann immer Hochbetrieb. Deswegen ist es dann da draußen immer recht laut. Ich habe immer die Angst, dass es dann so rüberschalten in den Podcast. Aber bislang ist es nicht der Fall. Aber ich möchte trotzdem auch nur vorwarnen, falls da irgendwas kommt. Wobei solche Geräusche ja die ganze Sache noch ein bisschen organischer machen. Gut, wo war ich? Bei den Protagonisten. Genau, wir hatten eine Fechterin ohne Arme, eine Beine. Schwimmerin, die hatte wirklich gar keine Gliedmaßen. Die Schwimmerin, der ein Bein fehlte. Dann eine Person, die mich sehr berührt hat. Das war der Weitspringer, der französische Weitspringer, dessen Burundi glaube ich. Ja, genau, aus Burundi, der bei einem Bürgerkrieg sein Bein verlor und auch seine Familie. Das war, also wenn ich das sagen darf, das war wirklich ein Moment, wo ich dachte, oh, holla die Waldfee, da ging es mir echt ein bisschen anders, vor allem wie er das erzählt, wenn er halt wirklich dann, man merkt halt, dass er da auch mit den Tränen kämpft, also er erklärt halt, warum er Sport macht, weil er von der Vergangenheit wegrennt und dann erzählt er halt, wie er irgendwie von irgendwelchen Milizen, Soldaten oder was weiß ich da, bei diesem Bürgerkrieg halt dann mit Macheten wirklich niedergeknüppelt wird und dann noch zusehen musste, wie seine Eltern da umgebracht werden. Das war echt harter Tobak, wirklich hart. Ja, ja, so in etwa baut sich diese Dokumentation dann auf. Wir haben immer wieder mal ein bisschen Historisches und ein bisschen Persönliches und im Großen und Ganzen geht es dann um die Paralympics. Ja. Die ich ja total uninteressant finde. Nicht, weil ich etwas gegen Behinderte habe. Nein, es geht einfach darum, ich finde halt Sport an sich uninteressant. Also ich gucke mir auch keine Olympiade oder Fußball-WM an. Deswegen, also ich finde es toll, dass es sowas gibt. Ja, und das ist auch sehr unterstützenswert. Aber ich kann nicht von mir behaupten, dass ich jemals wirklich da aktiv Zuschauer war. Nach der Sichtung der Doku muss ich aber sagen, also ich im Fernsehen nicht, aber mal angenommen, ich bin irgendwo mal in München und da sind die Paralympics und der liebe Max sagt, komm, ich habe jetzt 2 Tickets, lass uns hingehen, würde ich sagen, klar. Ja, gern. Da würde ich sogar mitgehen. Ich würde uns Tickets besorgen, wenn es weit sein sollte. Aber ich glaube, jetzt müssen nur die Paralympics nach München kommen. Ich glaube fast, das wird zu Zeiten dann stattfinden, wenn wir beide schon im Rollator sein müssen. Ja. Go Wildcats! Ja, aber ich glaube, du hast es jetzt schon ein bisschen durchklingen lassen, dass wir beide die Doku echt super fanden. Hm? Ja. Und obwohl wir beide nichts mit Sport am Hut haben. Nee, überhaupt gar nicht. Ja. Dazu muss man auch sagen, die Doku hat schon ihre Augen auf den Sport an sich, weil es ist natürlich schon bemerkenswert, wenn jemand, der nur irgendwie einen Arm hat, Bogen schießt, ja, und das auch noch richtig gut macht, oder halt eben eine Frau ohne Gliedmaßen, die Fechterin ist. Das ist schon sehr bemerkenswert. Aber es ist jetzt keine trockene Angelegenheit. Es wird schon mehr so der Fokus auf das Menschliche gelegt. Und auch, wie wichtig diese Spiele sind. Und auch diese, hast du ja gesagt, die Historie dieser Spiele. Ja. Gerade was da halt eben in Rio passiert ist, da geht die Doku gegen Ende auch ein. Das wusste ich auch gar nicht. Es ist komplett außerhalb meiner Blase passiert. War das auch durchaus spannend. Und ich habe wirklich nach dieser Doku, also ich habe immer Hochachtung vor Sportlern, sei es jetzt mit Behinderung oder ohne, ist mir relativ egal. Ich finde, das ist schon verdient Respekt, wenn jemand irgendwie die 100 Meter in unter 10 Sekunden läuft. Ich meine, ich brauche für 100 Meter gehen, brauche ich gefühlt 3 Stunden. Ne? nichtsdestotrotz interessiert es mich halt nicht. Und ich finde, diesen Respekt, diese Hochachtung vor diesen Athleten ist jetzt nach der Sichtung der Doku bei mir nochmal extrem gewachsen. Ja. Also da, so ging es mir auch, was ein bisschen dran liegt, dass die Doku die Leute auch unglaublich ästhetisch praktisch in Szene setzt und den,
Ich meine, man hat dann immer wieder so 3D-Modelle, glaube ich, gehabt von so alten griechischen, wie man sie kennt, diese Sportler-Statuetten, die dann immer wieder mit drin sind und die Leute dann damit mehr oder weniger auch gleichsetzt. Und ich finde es eh, wie gesagt, wenn man so einen 100-Meter-Läufer sieht, der auf zwei Prothesen da irgendwie daherläuft, es ist zwar auf den ersten Blick ein, wie sagt man, es ist was anderes, als jetzt jemanden mit zwei Beinen zuzusehen, aber es hat einfach trotzdem eine unglaubliche Dynamik. Ich finde, die Doku hat es auch geschafft, dass man irgendwann mal gar nicht mehr so drüber nachdenkt, über diese Behinderung. Ja, also es steht auch wirklich dann irgendwann der Mensch und die Leistung im Vordergrund. Und was die Doku dann auch irgendwann herausstellt und auch klar macht, ohne es wirklich genau zu benennen, ist, dass die Behinderung den Menschen nicht ausmacht. Genau. Es gibt einen, der sagt diesen schönen Satz, ich bin nicht behindert, ich habe eine Behinderung. Genau. Und das bringt es ja gut auf den Punkt. Ich muss aber eine Sache auch anmerken, und zwar am Anfang fand ich alles ein bisschen, war der Einstieg ein bisschen zu pathetisch. Ja, ja, genau. Also wie gesagt. Und zu konfus dadurch auch irgendwie. Ja, das stimmt. Vor allem, was sie springt ja auch immer zwischen diesen einzelnen Athleten hin und her. Mhm. Und manchmal hatte ich auch das Gefühl, okay, jetzt habt ihr diesen einen Athlet oder die Athletin abgehakt, das kommt ja zur nächsten, nur um dann wieder zurückzukehren zu anderen. Das Pacing ist nicht ganz so rund. Nee. Das stimmt schon. Nichtsdestotrotz fand ich die Doku, wenn man so die ersten 10, 20 Minuten hinter sich hat, sehr mitreißend. Ja. Also die geht so 105 Minuten und die vergehen echt recht schnell. Also ich dachte nach dem Ende, dass das eine Doku ist, die vielleicht eine Stunde geht. Aber nee, es waren dann doch fast zwei. Ja, und ich glaube so dieser Knackpunkt ist auch ein bisschen, dass sie es halt mit dieser Geschichte der Paralympics verwoben haben. Ja. Da hat man ja eine Person kennengelernt, ich glaube ursprünglich ist es ein jüdischer Deutscher, oder? Genau. Dr. Gutmann, Ludwig genau. Gutmann, ja. Der natürlich zur NS-Zeit dann aus Deutschland vertrieben oder flüchtete und der hat ja die Paralympics mehr oder weniger aus der Taufe gehoben und ich kannte ihn. Du kanntest ihn? Nee, ich kannte ihn nicht. Ach so. Ja, er war mir völlig unbekannt. Achso, ich dachte, jetzt kommt sowas so, ja, ich kannte nur den Namen Großvater. Oh Gott, hey, ich muss mir vorstellen, wenn mein Großvater sowas gemacht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch mehr so Familiengefühl. Mein Urgroßvater war übrigens thüringischer Landesmeister im Boxen. Echt? Ja. Der hat mir als Kind beigebracht, wenn du zuhaust, die Faust machen und den Daumen nicht in der Faust haben, weil sonst kannst du den brechen. Okay, also es war praktisch dann der Daumen immer draußen, oder was? Draußen halten? Genau, also du musst den Daumen immer aus der Faust raushalten. Ich möchte aber noch anmerken, dass mein Uropa ein sehr friedfertiger und sehr liebevoller Mann war. Ich kann nur, mein Großvater hat damals Kontrabass in einer Swingband gespielt, als Swing noch als reine Musik der schwarzen Bevölkerung galt. Also Ludwig, Sie hört, ne, unsere Großväter sind interessant, wir könnten darüber eine Doku machen, gibt uns Geld. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, Netflix-Dokus sprechen seit letzter Zeit echt für Qualität. Ich finde es ganz gut, dass sie es raushauen. Ich muss aber dazu sagen, die mich nicht interessieren, die vielleicht scheiße sein könnten, die schaue ich gar nicht erst an. Ja, das stimmt. Also wer glaubt, dass Netflix viele Serien hat, der muss mal im Doku-Bereich gucken. Ja. Da gibt es so viel Zeug. Ich finde es super, dass es diese Dokus gibt. Ich finde es immer sehr schade, dass sie trotz allem immer so unter dem Radar halt laufen. Letztlich läuft halt sowas wie True Crime immer besser als jetzt sowas wie jetzt Rising Phoenix oder den von uns bereits besprochenen und hier sei nochmal erwähnt und liebevoll gehuldigt Sommer der Krüppelbewegung, aka Crip Camp. Für mich immer noch einer der besten Filme des Jahres. Mhm. Nimm das, Tenet. Das ist schon schade. Andererseits, ohne Netflix, glaube ich, gäbe es solche Dokus gar nicht. Oder wenn es sie gäbe, hättest du keine Chance, sie zu sehen. Ich habe mir immer die ganze Zeit gedacht, okay, das kann doch kein Zufall sein, dass jetzt über die Paralympics eine Doku rauskommt. Denn jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt sollten ja eigentlich die Paralympics stattfinden in Tokio. Ja.
Hat Netflix vielleicht nicht mitbekommen, dass gerade Corona ist? Wer weiß. Aber ich will halt ehrlich sein, trotz dieser Doku werde ich mir halt die Paralympics nicht angucken. Also nicht im Fernsehen oder so. Aber wie gesagt, ich würde mir auch die normalen Olympics nicht angucken. Wobei ich sagen muss, wie du schon eingangs erwähnt hast, mal live dabei zu sein, wenn sie in der Nähe sind, definitiv. Denn was man gesehen hat, ist, dass da irgendwie, ich weiß nicht, das ist nicht so kommerziell wie der olympische Breitensport, sondern du hast halt da doch noch so dieses gewisse Etwas, und mir kommt es auch so vor, als wären die Zuschauer da sehr viel mehr an diesen Leistungen interessiert und würden mehr mitfiebern. Ja, also es gibt zwei Sachen, die ich wirklich toll fand. Das eine, in London bei den Paralympics, die wurden halt da irgendwie im Fernsehen übertragen bei Channel 4, und die haben eine ganz famose Werbekampagne gestartet. Mhm. Die haben nämlich, die Paralympics sind ja immer nach der Olympiade, und da hat dann Channel 4 so Plakatwände gemietet und einfach draufgeschrieben lassen, danke fürs Warm-up. Das fand ich echt gut. Und mit einer der besten Szenen im ganzen Film oder der ganzen Dokumentation ist halt wirklich, da sieht man Boulder, oder wie heißt das, diese Buhl? Boccia. Oder Buhl, ja. Buhl, Boccia, ja. Das, was ältere Herren gerne im Park spielen, und ich habe keine Ahnung, worum es da eigentlich geht. Und das ist wohl eine Sportart, wird erklärt, die vor allem von mehrfach oder geistig Behinderten gemacht wird. Und das wird da so abgefeiert. Und dann gibt's halt diese eine Szene, wo, glaube ich, die brasilianische Mannschaft dann gewinnt. Und das geht einem echt zu Herzen, wie die sich freuen. Das ist also pure Menschlichkeit, nenne ich es mal. Ja. Und also da wäre ich auch super gerne dabei gewesen im Stadion. Ich glaube, da hast du echt eine gute Zeit. Das wäre super cool gewesen. Ja, definitiv. Stell dir mal vor, du kriegst da, ich meine, da ist eben, es ist einfach nicht so kalt, wenn die Medaillen übergeben werden, wie es jetzt in anderen Events manchmal so ist. Weißt du, keine Ahnung, wenn da jetzt zum vierten Mal hintereinander wieder der Favorit irgendwie gewinnt und der bekommt dann die Goldmedaille, dann okay, wird da ein bisschen gejubelt, aber du hast immer mehr Spektakel, weißt du? Und da geht es auch mehr ums Spektakel, und da geht es halt echt mehr um den Menschen. Was ich aber und auch, deren Leistung. Ja. Was ich aber auch gut finde, dass die Doku auch klar macht, dass diese Athleten jetzt nicht einfach so hier, ich bin dabei, weil ich will hier irgendwie zeigen, dass ich auch was kann. Nee, die haben auch wirklich diesen Sportsgeist. Es gibt diesen Rugby-Spieler, ja, der hat irgendwie erzählt, dass er irgendwie einmal eine silberne Medaille bekommen hat und es gehasst hat und dann immer weiter trainiert hat, bis er dann diese goldene bekommen kann. Und das fand ich auch ganz schön, dass da auch aufgezeigt worden wird, das ist nicht einfach so dieses so, ach, guck mal, wie niedlich sie doch sind. Nee, das sind richtige Sportmänner und Frauen, die auch diesen Ehrgeiz haben. Die wollen auch dann auf dem Podest stehen, natürlich am liebsten ganz oben. Und ich fand's echt krass, dieses Rollstuhl-Rugby oder wie es auch gesagt wird. Hey, ich auch, ich wollte es gerade sagen, ja. Meine Fresse. Also, das ist wie Autos, also Autoscooter fahren ist ein Scheißdreck. Echt wirklich. Also, das ist, hier Death Race 2000 und wie es alle, vergesst die Scheiße oder Rollerball. Nee, das ist echt hart, was die da machen. Also, da war ich echt beeindruckt. Diese eine Szene, wo wirklich dieser eine Rollstuhlfahrer dem anderen so voll in die Seite brettert und der andere fliegt gefühlt meterweit durch die Luft. Das war der Wahnsinn. Wirklich. Ja, und vor allem diese Geräusche dann dazu. Ja. Wenn Rollstuhl auf Rollstuhl knallt. Ja, es gibt das Schöneres. Nee, eben, wir lieben es. Ja. Ich werde jetzt wahrscheinlich irgendwann mal so ein Rollstuhl-Rugby-Abo mir bei Sky besorgen. Nee, werde ich nicht. Aber, eine Sache noch, die ich echt anmerken will, ist, in der Royal Family ist jetzt mein Lieblingsroyal ist Prinz Harry. Ach, das war Harry? Ja. Ja, ich also bin da nicht so fit. Ich dachte, wusste halt, es ist einer der Royals. Ich habe jetzt nur nicht auf den Text. Er ist nicht die Queen. Wobei die kam auch mal vor. Einmal sieht man auch die Queen ganz kurz, ja, ja. Mhm. Nee, aber das war schön. Auch was toll ist, es gibt ja auch diese Geschichte von diesem einen Arzt, ne, der auch viel dafür den Behindertensport getan hat und wo er dann ganz ganz trocken sagt, naja, man tut jetzt so, als ob er irgendwie jetzt eine gute Seele hätte, aber eigentlich wollte er nur, dass die Leute weiterleben, um Steuern zu bezahlen. Ach ja, so pragmatisch man es auch ausdrücken mag, aber eigentlich wollte er nur den Steuerzahler zurückbringen. Naja gut, okay, keine Ahnung. Im Endeffekt ist es egal. Ja. Ach ja, gut, dann kommen wir doch mal zum Fazit.
bevor wir da jetzt alles erzählen, kann man sich nämlich auch selbst anschauen. Stimmt, bei Netflix verfügbar. Das ist eine schöne Sache, sollte man auf jeden Fall tun. Gut investiert, 105 Minuten, würde ich sagen. Hm. Welche Punkte vergeben wir denn? Die Art der Punkte, ich würde mal sagen, weil sie auch unglaublich selbstironisch sind, müssen wir Prothesen vergeben. Okay, Prothesen. Sportprothesen. Sportprothesen. Okay, dann fange ich mal an. Ich gebe 4 von 5 Sportprothesen. Der Anfang ist halt ein bisschen, da muss man sich so ein bisschen durchkämpfen, so in den ersten, ich würde mal sagen, 10, 20 Minuten. Mhm. Danach hat die Doku einen unglaublich guten Drive. Das Pacing lässt auch ein bisschen zu wünschen übrig, aber sie reißt einen wirklich mit. Und das Schöne ist, sie vermischt halt, ich nenne es mal Unterhaltungswert, kann man das bei der Doku sagen, aber ich nenne es einfach mal Unterhaltungswert. Doch. Also sie vermischt unglaublich gut Information und Unterhaltungswert und Emotionalität zu einem sehr schönen Gesamtpaket. Deswegen gebe ich 4 von 5 Sport. Ja. Und da kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Vielleicht noch, dass ich die Machart sehr hochwertig fand. Oh ja, das stimmt. Sehr hochwertig, ja. Und dass da durchaus auch die Geschichten so gut miteinander verschnitten und verwoben worden sind, dass sie eine tolle Erzählstruktur haben. Und deswegen wahrscheinlich. Ganz ehrlich, ich kann es verstehen, wenn man unter den ersten 10 Minuten irgendwie sagt, wird das jetzt so ein pathetischer Helden-Epos, die Musik so, nee, bleibt dran, bleibt wirklich dran, ihr werdet danach belohnt. Ja. So. Genauso wie wir belohnt werden, denn unsere nächste Netflix-Besprechung wird wahrscheinlich wieder mit den Kollegen Dominik und Christopher sein, zum neuen Film von Charlie Kaufman. Okay, und da freuen wir uns schon tierisch drauf. Sehr. Ich erwarte diesen Film stündlich, auch wenn ich weiß, dass er erst am Freitag kommt. Ja gut, okay. Aber ich habe jetzt bis Freitag erstmal Urlaub und dann habe ich ja noch mehr Zeit zum Überlegen und warten. Oh Gott, was tue ich da nur? Ja gut, okay. Also ich baue weiter an meiner Charlie Kaufman-Puppe und verabschiede mich und bedanke mich bei Stu. Ich habe zu danken. Und ja, bis bald. Tschüss. Tschö. Herzlich willkommen beim Telestammtisch zu einer neuen Filmbesprechung mit mir, dem Andi, und an meiner Seite sind heute der Sven. Hallo. Und der Benedikt. Moinsen. Ja, wir besprechen heute den neuen Robert De Niro Film. Nach Joker und Irishman dachte er sich, machen wir wieder mal ein bisschen was locker leichteres. Und zwar Immer Ärger mit Grandpa, im Englischen The War with Grandpa. Und der hat eine ziemlich verrückte Veröffentlichungsgeschichte, wie wir gerade schon besprochen haben. Der kommt wohl am 10. September in Deutschland auf DVD raus. Im Internet gibt's ihn aber schon, wo ihn auch der Benedikt gesehen hat. Und in den USA kommt er irgendwann im Oktober raus. Aber vielleicht erzählt uns der Sven erstmal ein paar Fakten zu dem Film. Okay, die Release-Daten hast du ja schon genannt. Die Regie hätten wir Tim Hill, der Knaller gedreht hat wie SpongeBob, Alvin und Walter, der furzende Hund, der noch einen VÖ braucht. Ansonsten in den Hauptrollen hätten wir Robert De Niro, Uma Thurman, Christopher Walken, Cheech Marin, also wirklich eine absolute Oldschool-Riege. Und Benedikt, erzähl du doch mal unseren lieben Zuhörern, worum es da denn so ungefähr geht. Im Film Immer Ärger mit Grandpa spielt Robert De Niro einen alten Senioren namens Ed, der ja seine Frau verloren hat und nunmehr bei seiner Tochter einzieht. Und zwar ausgerechnet dann auch noch in das Zimmer seines Enkels Peter. Und das gefällt ihm überhaupt nicht. Und ja, zwischen den beiden entwickelt sich ein wahrer Clash, ein richtiger War with Grandpa. Ja, sehr schön, vielen Dank. Ich sehe hier gerade noch, also ab Null ist er auf jeden Fall und dauert 88 Minuten. Ist auf jeden Fall eine Kinderkomödie, kann man sagen. Ich glaube, wir sind da nicht unbedingt die Zielgruppe, aber Sven, du hast schon gemeint, du hast ihn mit deiner Tochter angeschaut, die, glaube ich, ziemlich die Zielgruppe ist, nicht wahr? Ja, also die wird 11 und der Hauptdarsteller dürfte so, also der Junior dürfte so um die 10, 11 sein. Und sie hat sich gekugelt vor Lachen. Das ist köstlich amüsiert. Und du? Also, ich habe den Trailer gesehen und dachte, jawohl, endlich mal wieder ein Film nach meinem Gusto.
Ich habe mich, leider haben sie im Trailer wieder zu viel gezeigt. Und ich habe mich auf jeden Fall gut amüsiert, aber eher über die geliebten Nebenfiguren. Und es war wirklich toll, endlich mal wieder Christopher Walken zu sehen, der auch super aufgelegt war. Ja. Und anscheinend auch nicht tot zu kriegen ist. Keine Ahnung, wie alt er mittlerweile ist, aber er gibt sein Bestes. Und er hat wirklich auch nur eine kleine Nebenrolle zusammen mit Cheech Marin, den, als er reinkam, ich meine, man sieht ihn ja auch im Trailer, aber trotzdem, ich muss halt jedes Mal an die Cheech und Chong Filme denken und sehe, wie die Kleine nebendran hockt und lacht. Und ich denke, wenn du wüsstest, was der noch alles gedreht hat. 77 ist er, habe ich gerade hier rausgefunden. Oh, das geht ja noch. Ja. Ja, Benedikt, erzähl du mal kurz deine Eindrücke. Ich habe ihn nicht mit meiner Tochter gesehen, die würde nämlich, weil sie noch nicht mal ein Jahr alt ist, eh nichts verstehen. Die wird wahrscheinlich eh alles feiern. Aber ich muss sagen, ich hatte ja tatsächlich schon auch Gefallen an dem Film gefunden, bin auch der Ansicht, dass der Trailer leider Gottes viel zu viel verraten hat und würde mich auch anschließen bei der Einschätzung, dass so die ganzen Nebenquests in diesem Film durchaus mitunter der Hauptgeschichte auch die Show gestohlen haben, wenn es zumindest um, ja, One-Liner beziehungsweise einfach Slapsticks und einfache Gags geht. Der eigentliche Konflikt zwischen dem Opa und dem Enkel ist natürlich ganz nett, hat man meiner Ansicht nach aber auch schon diverse Male gesehen, wenn wir an die Dennis-Filme aus den 80er, 90er Jahren denken oder an ja, mitunter jetzt ganz weit gefasst auch Kevin Allein zu Hause. Mit dem Film wird ja auch immer Ärger mit Grandpa teilweise assoziiert, aufgrund der Art und Weise, wie die beiden sich ordentlich ja, geben. Und dann muss ich sagen, die Art und Weise, wie die beiden sich versuchen, in diesem Krieg zu bekriegen, da fand ich es tatsächlich etwas, ja, wiederverwertet, was ich da gesehen habe an mitunter Fallen, Überraschungen. Das hat man teilweise in Bad Neighbors gesehen, bei Bad Moms und bei allen anderen. Ja, wie gesagt, im Trailer wurde ja auch beispielsweise, glaube ich, diese Explosion des Sessels demonstriert. Und das fand ich teilweise bei Bad Neighbors 1 deutlich authentischer von Seth Rogen verkörpert. Aber sei es drum, insgesamt für Kinder auf jeden Fall bestimmt ein Blick wert. Ich habe mich auch köstlich amüsiert, aber eher über die Side-Acts. Ja, ich habe den Trailer zum Glück nicht gesehen, deswegen war ich umso glücklicher, wo dann sich auf einmal in diesem Spielzimmer Christopher Walken umdreht und dann eben auch noch die Marion reinkommt. Das fand ich schon ganz großartig. Wir wollen jetzt ja nicht zu viel vorwegnehmen, aber da gab es schon einige großartige Szenen mit diesen älteren Herrschaften. Ich fand jetzt eigentlich auch, diese Jungschauspieler haben das nicht großartig schlecht gemacht, aber wie ihr auch schon gesagt habt, diese Streiche, nenne ich es jetzt mal, also Zahnpasta irgendwie in die Kekse oder irgendwie Bauschaum statt Rasierschaum und so, fand ich jetzt auch nicht so super kreativ. Also irgendwie, eigentlich habt ihr schon alles gesagt. Also ich habe mich immer gefreut, wenn die alten Herrschaften irgendwie ernst in die Kamera schauen und dann irgendwie sich dann auch auf diesen Krieg einlassen und das dann so planen. Und ich musste halt immer an ein bisschen an meine Braut, ihr Vater und ich denken, wo das noch so ungefähr die Komödie für, sagen wir mal, ja, 16 bis 20-Jährige, oder kann man das sagen? Also ist halt ein bisschen herber und dieser hier ist halt schon ganz klar für das jüngere Publikum, aber wie Robert De Niro einfach immer ein bisschen ernst in die Kamera schaut, auch wo er mal hinten bei seinem Fahrer so mafiamäßig im Auto sitzt, das fand ich ganz witzig, aber sonst war er doch mir ein bisschen zu harmlos, aber wie gesagt, ist ja auch für Kinder. Aber was sonst noch so die Story angeht, ich fand's teilweise auch ganz nett. Also wie gesagt, für Kinder, dann sind noch so ein paar emotionale Momente drin, weil, wie du ja schon gesagt hast, die Frau ist gestorben, also von Robert De Niro und so. Und wie dann am Schluss noch ein bisschen sie sich zusammenraufen natürlich. Oh, ist das schon Spoiler? Ich weiß es nicht. Kann man echt davon ausgehen. Aber es war schon irgendwie auf einer emotionalen Ebene gegen Ende auch ganz schön. Ich fand ihn am Anfang, der hatte so ein bisschen Startschwierigkeiten. Also ab so einem gewissen Punkt haben sie sich dann auch mit dieser Action und diesen Streichen so ein bisschen das Tempo angezogen. Also zum Beispiel bei dieser Beerdigung von irgendeinem Freund. Also es war jetzt keine schlimme Szene bei der Beerdigung oder so. Aber da waren dann so ein paar Gags, wo ich dann schon auch lachen musste, weil das war wirklich drüber und wirklich temporeich und so. Aber viel am Anfang vor allem hat mich doch ein bisschen gelangweilt.
Aber ja, sagt ihr noch was? Also, Entschuldige. Ist egal, willst du zuerst? Ich lasse dir den Vortritt. Okay. Es gibt ein paar Sachen, die mich schon gestört haben. Also, ich finde diese Erklärung, oder wo der Kleine dann am Schluss oder naja, doch gegen Ende da sitzt, wo sie im Haus sind und auch sagen, ja, und ja, Krieg fordert Opfer, das finde ich ziemlich fehl am Platz. Das ist was, das passt nicht wirklich rein, weil das von super witzig auf super ernst umschwenkt und ja, ich finde das wirklich sehr, sehr fehl am Platz. Das hätte man ein bisschen anders da umsetzen können. Das einfach war so moralischer, gell? Dann noch. Ja, weil die lachen vorher und dann setzt er sich hin und also unterhalten sie und sitzt er dann da und dann fängt er an zu weinen und sagt, ach so, ist Krieg und bla. Wo ich finde, nee, das kannst du damit nicht vergleichen. Also der Vergleich ist schon ein bisschen arg an den Haaren herbeigezogen. Sonst hatte ich leichte Probleme mit dem Aufbau des Films. So zwischendrin ist alles sehr zerfahren und der hat überhaupt keinen roten Faden mehr. Also ich hätte nichts gegen Streiche am laufenden Band, aber ja, ich weiß nicht, fand ich irgendwie etwas seltsam. Auch die Musik hat mich als nicht so richtig mitgenommen, weil so Komödien ist die ja eher eigentlich so präsent und präsentiert ja auch dann das Geschehene. Das hast du hier zum Beispiel nicht, die ist als meistens im Hintergrund und auch ziemlich unpassend. Also da hatte ich so, wo ich gedacht habe, oh komm, da hättet ihr aber wirklich euch ein bisschen, Jo, sonst, über was ich auch sehr gelacht habe, was ich eigentlich gehofft habe, was als weiterer Running Gag eingeführt wird, ist Uma Thurman und der Cop, ohne jetzt zu viel zu verraten. Da habe ich mir wirklich ins Höschen gemacht. Und beim zweiten Mal habe ich gedacht, nee, wenn sie das jetzt weiterführen und immer mehr draufsetzen, das wird doch richtig geil. Aber sie haben es leider nicht getan. Das ist ein guter Punkt. Benedikt, du wolltest noch sagen. Genau, jetzt muss ich mal eben mich sortieren. Also auch als Negativpunkt möchte ich nochmal aufgreifen, was ihr auch gerade schon angesprochen habt, dass die Geradlinigkeit dieses Films an sich nicht gegeben ist. Gewesen ist. Mhm. Das hat mich sehr gestört, eben so, weil es für mich bei einem Film immer darauf ankommt, inwieweit kann ich mich mit einem Film auch ja ganz, ganz weit gefasst identifizieren, inwieweit kann ich das eventuell transportieren, inwieweit kann ich mich mit dieser Geschichte identifizieren. Ja, man hat ja auch seine Erfahrungen gemacht, eventuell mit dem Großvater mal in Clinch gehabt wegen irgendwas anderem, was vielleicht vergleichbar gewesen ist, und da fand ich dann tatsächlich diese Metaphorik mit dem Bild des Krieges echt extrem weit gefächert und auch maßlos übertrieben. Was mich allerdings noch viel, viel mehr gestört hat, ist diese emotionale Komponente, die ihr gerade schon angesprochen habt. Das ist mir bei Filmen immer richtig, richtig wichtig. Ich gucke Komödien, Thriller und diverse andere Genres ja nicht nur, um einfach nur 2 Stunden abzuschalten, sondern ich möchte ja auch einen gewissen Mehrwert haben. Ich möchte ja auch merken, okay, der Film hat mich beeinflusst und jetzt nicht einfach nur stupide 2 Stunden Lebenszeit gekostet. Und genau da muss ich nochmal einhaken und sagen, das Ende fand ich einfach massiv enttäuschend. Das wird teilweise am Anfang so aufgebaut, diese emotionale Grundstimmung, der Großvater kommt in die Familie, natürlich gibt es dann Probleme, dass aber genau eben die Darstellung dieser Problematik, die natürlich eigentliches Thema des Filmes ist, so krass in den Vordergrund gestellt wird und dann auf einer zweit-, dreit- oder vierten Nebenstraße nur diese emotionale Handlungsstory weitergedacht wird und dann am Ende so pompös aufgebauscht wird, das hat überhaupt nicht gepasst und das hat mir den Film tatsächlich dann auch etwas vermiest, weil dann genau wie ihr schon gesagt habt, dieser pathetische Wink mit dem Bild des Krieges zu arbeiten und Krieg erfordert Opfer beziehungsweise führt immer zu Opfern und Kollateralschäden, das fand ich schon derbe hanebüchend. Ja, was ich vorher gemeint habe, welcher emotionale Aspekt mir gefallen hat, der war, glaube ich, nur deswegen, weil ich einfach Robert De Niro gerne zuschaue und ich fand, das haben sie natürlich dann im Film nicht durchgezogen, das war am Anfang mal kurz, dass er halt eigentlich so ein bisschen genervt ist und nicht in die Familie will, aber dass halt da so was drunter schwingt, also halt eben so diese Traurigkeit um seine Frau, seine Verstorbene, und dann auch Uma Thurman spielt ja auch noch so ein bisschen mit, das wird dann aber komplett fallen gelassen und am Schluss kommt es dann nochmal, wo er dann sagt, ja, in den Häusern, die ich gebaut habe und so weiter, genau. Ich fand das halt eine schöne Szene, weil wie gesagt, da kann halt Robert De Niro noch mal ein bisschen was zeigen, was er kann, so ungefähr. Das fand ich schön. Also mit dem kleinen Jungen und so, dieses Anfreunden. Ich fand halt auch am Anfang, dass dieser kleine Junge
mir nichts, dir nichts, jetzt auf einmal, wie er halt anfängt, diesen Krieg da zu planen, da hätte auch irgendwie ein Vorfall oder so. Das war mir am Anfang so ein bisschen zu an den Haaren herbeigezogen. Ja, wir müssen uns jetzt bekriegen, warum auch immer. Robert De Niro ist ja eigentlich relativ friedlich, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen am Anfang diese ganze Prämisse so an den Haaren herbeigezogen. Dann wird sich ein bisschen gekloppt, aber nicht sehr kreativ. Ja, aber ich glaube, wegen mir können wir zum Fazit kommen. Ich habe irgendwie schon so angefangen. Jetzt wollte ich schon so noch mein ganzes Komplett-Fazit loswerden. Aber ich muss mich nochmal ordnen, deswegen gebe ich einem von euch den Vortritt. Ich glaube, wir sind da alle eh relativ ähnlich. Benedikt. Fang an. Okay, gut. Also ohne jetzt alles wieder zu wiederholen, der Film macht Spaß, ist für auf jeden Fall die Zielgruppe jüngeres Publikum gedacht. Ältere wie wir werden trotzdem hier und da wahrscheinlich ein paar Szenen haben, die zum Schmunzeln oder wirklich auch zum Lachen anregen. Insgesamt aber für tatsächlich ein Kinderpublikum gedacht. Ich weiß jetzt nicht, was wir an Punkten vergeben, beziehungsweise ob wir, keine Ahnung, was vergeben wir, Patronen? Hülsen oder was? Was? Fotos. Die Fotostory fand ich schön. Okay, dann bleiben wir bei der Fotostory. Ich vergebe von meiner Seite aus 3 von 5 Fotos für Immer Ärger mit Grandpa. Sehr fein. Sven, magst du weitermachen? Ja, da schließe ich mich genau an. Es ist auch das, was ich gesagt habe. 3 von 5 passt. Es ist gute Unterhaltung, die natürlich ausbaufähig ist. Aber wenn man mit seinen Kiddies ein bisschen Spaß haben will, der auch harmlos ist meins, passiert ja nichts, verletzt sich ja keiner groß, kann man sich das auf jeden Fall angucken. Und was ich auf jeden Fall noch empfehlen kann, ist, sich den Abspann anzugucken. Oh, habe ich das gemacht? Habt ihr das nicht getan? Doch. Weil da kommen nämlich Sachen, die teilweise lustiger sind als die im Film. Ja, okay, also 3 von 5. Ja, da schließe ich mich an. Ich würde ihm zwar nur 2,5 geben, weil ich irgendwie am Anfang echt gelangweilt war. Er nimmt dann dazu auch ein bisschen Fahrt auf. Und mei, wenn man ihn so filmisch aus unserer Sicht und mit unserem Alter vielleicht auch zerglauben will, dann hält er da vielleicht nicht stand. Aber ich dachte mir dann beim Gucken schon auch, das ist halt, wie ich schon vorher so angedeutet, irgendwie so eine Art, meine Braut, ihr Vater und ich für ein jüngeres Publikum. Und mir hat da halt einiges gefehlt, aber ich glaube auch für die Zielgruppe passt ja schon. Gebe ihm trotzdem nur 2,5 Fotos im Kamin. Aber ja, für die Kids ist er bestimmt ganz nett. Ja, cool. Hat Spaß gemacht, mit euch zu sprechen und mal wieder Christopher Walken zu sehen. Allerdings, ja. Vor allem wie Christopher Walken im Hoodie einfach mal irgendwie so ein Teenager verprügelt. Und ich muss sagen, ich hätte Angst vor ihm gehabt, wenn der so vor dir steht, komm mit. Ich hab's gefeiert. Ja, teilweise war es schon echt ein bisschen grenzwertig irgendwie. Aber, die haben teilweise auch ich habe jetzt auf Deutsch gesehen, hatte ich das Gefühl, haben sie teilweise doch eine bisschen derbe Sprache drauf für so ein junges Publikum, oder? Ich habe jetzt, du bist tot, ich bring dich um und solche Sachen. Und sie sagen, glaube ich, sogar auch mal irgendwas mit Scheiße oder so. Mhm. Da habe ich mich gefragt, ob das ab 0 freigegeben sein sollte. Aber ich glaube, ab 6 kann man auf jeden Fall schauen. Egal. Gut. Von mir war es. Ich sage schon mal auf Wiedersehen und übergebe euch das letzte Wort. Ich sag auch nur Tschüss und Post-Credits angucken. Und ich sag auch einfach nur Ciao und Post-Credits angucken. Alter, du hast mal's geklaut. Ja, Copyright, Alter.